Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in Zompierster. Ja Leute, ihr habt mir fleißig in die Kommentare geschrieben. Jimmy, erstens geiles Game, ihr habt Bock hier auf weiteres, beziehungsweise ihr habt auch tatsächlich Bock hier auf ein kleines Let's Play. Das freut mich ungemein. Ihr hattet mir jetzt schon mal gesagt, Jimmy, du musst auf jeden Fall schauen, dass du dir ein Bett baust. Du musst schauen, dass du dir eine Versorgungskiste, also so eine kleine Kiste, in dem ich ein paar Sachen ablegen kann, dass ich mir die baue. Und vor allen Dingen habt ihr mir gesagt, Jimmy, guck doch mal an der Werkbank. Da kann man sich eine Altmetallaxt herstellen. Eventuell kannst du damit ja vielleicht sogar die Kisten zerstören und mehr Holz bekommen. Deswegen bauen wir uns die jetzt als allererstes mal. Und gucken mal, ob wir damit was machen können. Denn wir brauchen ja Holz, damit wir auch weitere Sachen herstellen können. Ne? Also aktuell seht ihr auch, es ist sehr, 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 sehr dunkel. Ist jetzt gerade nicht hier die beste Tageszeit, muss man ganz ehrlich sagen. Nee. Aber gut, wir können vielleicht mal, obala, die Scheinwerfer anmachen. Moment, wartet mal, hier war doch auch noch irgendwo Licht. Das war der Lichtschalter. Hier der Lichtschalter. Da haben wir zumindest mal hier draußen ein bisschen Licht, ne? Wir können auch einmal, warte mal, wir haben einen Dekorationsmanager. Ich glaube, den brauchen wir nicht. Wir müssen natürlich einmal gucken. Ach, guck mal, hier können wir auch mit Dekorationsmanager, können wir ein bisschen Farbe hier noch reinbringen. Brauchen wir aber nicht. Wir brauchen ein Bett, habt ihr mir gesagt. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier Möbel. Ah, ein klassisches Wandbett. Das braucht Leder. Hier, das braucht Holz. Das ist ein Wandregal. Entschuldigung. Wandbett. Was gibt es hier für ein... Also gibt es eigentlich ja nur das hier, ne? Was wir hier herstellen können. Aber dafür brauchen wir Leder, Leute. Dafür brauchen wir ja Leder. Dann setzen wir das trotzdem vielleicht mal hier hin. Falsches Werkzeug, sagt er uns dafür. Das ist aber nicht schön hier. Das ist nicht schön. Naja, vielleicht brauchen wir dazu erstmal noch ein bisschen Leder, damit wir hier das Ding bauen können. Ich probiere jetzt mal, Leute, mal ganz kurz die Axt aus. Zumindest mal hier vorne. Hier ist leider wirklich sehr dunkel. Wir können hier auch tatsächlich kein Licht einschalten. Also... Sorry, sorry. Ich probiere mal ganz kurz die Axt ab. Also Leute, es sieht tatsächlich nicht danach aus, dass wir hier irgendwie das Holz zerstören können. Das sieht nicht danach aus, Leute. Also die Kisten können wir wohl dann nicht kaputt machen. Müssen wir dann wohl mal gucken, ne, wie wir das hinkriegen. Zumindest brauchen wir auf jeden Fall mehr Holz, ne? Das ist schon mal klar. Wie sieht es generell eigentlich mit uns aus? Wir haben noch 29 Wasser, 40 Essen. Oh, wir müssen auf jeden Fall schlafen. Wir können uns hiermit mal ein bisschen Durst verschaffen. Wie können wir das denn trinken eigentlich? Ah, rechte Maustaste verwenden. Sehr gut. So, jetzt haben wir... Ah, davon haben wir ein bisschen Plastikabfall bekommen. Okay, alles klar. Hier kriegen wir auch noch ein bisschen Durst. Hiermit können wir uns heilen. Hier haben wir Kartoffeln. Hier haben wir noch ein bisschen Dosenfisch. Hier haben wir noch einen Schokoriegel. Wir könnten eigentlich die beiden Schokoriegel mal erstmal ganz kurz essen. So. Wie sieht es jetzt bei uns aus? Da haben wir hier 59, 58. Auch nicht gerade der Killer. Essen wir halt noch den Dosenfisch mal fix. Viel wichtiger ist, dass wir irgendwie jetzt mal schlafen können, ne? Das ist jetzt erstmal so die Prio, dass wir hier eine Runde pennen können. Jetzt ist die Frage, wo können wir das, ne? Wir können eigentlich jetzt nur zurück Richtung Haus. Da müssen wir wieder, also zumindest zurück in unser altes Haus. Oder in das Haus generell, mit dem alles angefangen hat. Und können da vielleicht eine Runde schlafen. Müssen wir halt jetzt leider mal einen Kauf nehmen, Leute, ne? Mach mich mal hier rüber. Und guck mal, dass ich hier Richtung Haus komme.
Geh mal lieber hier oben lang, ne? Sicher ist hier dann auch doch tatsächlich sicher. Na, guck mal, die stehen alle da draußen. Die Eierköpfe. Hier ist auch niemand gerade. Könnten wir eigentlich hier runter? Hoppala. War natürlich ein bisschen dumm jetzt. Ich glaube, wir haben hier tatsächlich alles gelootet, ne? Wir haben hier alles gelootet, Leute. Ja, hier war die grüne Kiste, genau. Ja. Aber wir müssen auf jeden Fall schlafen. Ich glaube, sonst kippt er uns hier gleich um, der Kerl. Müssen wir jetzt mal hier ins Häuslein zurück. Und dann legen wir uns da mal eine Runde schlafen. Oder ist noch so ein Kerl? Geh mal hier hinten rum, Leute. Hier hatten wir ja auch noch eine Tür. So. Soll der von mir aus hier rumböllern? Ist mir egal. Geh mal hoch hier, ne? Ich geh mal hoch hier. Da müsste doch... Können wir uns hier ins Bett legen? Ich glaube schon, oder? Probieren wir einfach mal aus, Leute, ob wir uns hier eine Runde hinlegen können. Oha. Leute, wir können uns hier noch nicht mal hinlegen, hier, in das Bett. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, super. Ganz tolles Kino. Ja, das ist ja mal richtig schlecht. Das ist jetzt aber richtig schlecht, Leute. Oder gibt es hier noch... Nee. Leute, das ist schlecht, ne? Das ist wirklich schlecht, dass wir uns hier nicht hinlegen können. Vielleicht geht das aber auch nur, weil da unten der Typ ist. Ich weiß es nicht. Oder müssen wir, haben wir hier vielleicht ein Bett, das uns gehört? Vielleicht haben wir hier ja ein Bett, das uns gehört. Ihr habt mir auch geschrieben, oh Jimmy, wo hast du das Spiel überhaupt ausgegraben, ne? 4 Jahre altes Spiel. Ich glaube, es ist gar nicht 4 Jahre alt. Ich glaube, es ist 2 Jahre alt tatsächlich, ne? Also ja, es ist so ein bisschen älter. Aber ich hatte das dem letzten Mal gesehen und dachte, das könnte vielleicht eine coole Alter oder was Cooles anderes einfach mal sein, ne? Nehme ich mal hier so... Leute, der geht mir ein bisschen auf den Keks, ne? Komm, wir probieren mal die Axt aus. Aber es ist so dunkel, ne? Können wir hier nicht irgendwo... Okay. Klingt hier irgendwas? Kann mich hier leider auch nirgendwo hinlegen. Ey, Kumpel! Komm mal hier rüber! Da müsst ihr hier mal wenigstens Licht einschalten, ne, Leute? Wenigstens mal einen Lichtschalter betätigen, damit wir mal ein bisschen Licht haben hier. Aber nee. Das Einzige, was wir haben, ist, ich glaube, der Kerl, der schläft hier gleich ein. Frage ist, sterben wir dann oder legt er sich hier einfach nur auf den Boden? Ich weiß es nicht, ne? Ich mache jetzt hier den Typ mal hier fertig, ja. Boah, Leute, wir sind einfach im Level aufgestiegen. Woo! Was heißt das jetzt hier? Levelaufstieg? Levelaufstieg? Wir haben jetzt 120. Wir können... Ach, wir können jetzt hier einen Punkt vergeben. Wir haben einen Vorteil. Aha. Also wir können jetzt hier mehr Leben, mehr Ausdauer, mehr Stärke oder mehr Schleichen. Ich glaube, aktuell ist es besser, mehr Ausdauer zu haben. Ich glaube, es ist eigentlich die bessere Variante. Aber gut. Ich gucke jetzt einfach mal, dass ich hier irgendwie eine Runde schlafen kann, Leute. Und dann hoffe ich mal, dass wir uns gleich irgendwie im Hellen wiedersehen, ne? So Leute, ihr habt gesehen, ich war draußen unterwegs. Ich war noch an einem Gebäude und da habe ich, glaube ich... Nee. Ich dachte... Oder Moment mal, muss ich den vielleicht... Ich habe nämlich hier den Schlüssel für die Speisekammer benutzt. Beziehungsweise gefunden. Wartet mal. Da ist es, Leute. Ja. Ich habe, wie gesagt, den Schlüssel für die Speisekammer gefunden. Ein Energy Drink. Noch ein Energy Drink. Sehr gut. Das hilft mir zumindest mal, dass ich jetzt hier nicht gleich wieder einschlafe. Ein Langbogen, Geld, Granaten, Pistolen und Verband.
Das nehmen wir natürlich alles dankend mit. So ein Energy Drink gibt uns auf jeden Fall Ausdauergeneration und Fröhlichkeit. Aber bestimmt hilft es uns jetzt nicht gerade, dass wir hier wieder wach sind, oder? 5%. 5% Fröhlichkeit. Ja, wir müssen irgendwie, wir müssen was bauen zum Schlafen. Aber dafür brauche ich tatsächlich, ja, was brauche ich dafür, Leute? Ja, was brauche ich? Ich brauche Leder. Leder brauche ich. Und dafür müssen wir, glaube ich, draußen suchen gehen. Oh, warte mal, hier ist ja noch ein Verband. Den nehmen wir mit. Ja. Ja, ja. Egal, Speisekammer haben wir leer, Leute. Sehr geil. Da haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen was rausbekommen. Hier haben wir auch noch ein paar Kartoffeln, wie gesagt. Eine Schallplatte. Für was wir die brauchen, I don't know, ne? Ich weiß es wirklich nicht. Draußen an den Fahrzeugen habe ich noch ein paar elektronische Teile und ein paar mechanische Teile gefunden. Eigentlich auch ganz cool. Ich trinke jetzt mal hier das Wasser noch. Und esse mal hier noch so einen Dosenfisch. Oder wisst ihr was, ich esse gleich beide. So, jetzt sind wir zumindest hier soweit trinken und esstechnisch wieder ganz gut unterwegs. Ja, ja, aber wir brauchen tatsächlich mehr Energie, Leute. Wir brauchen mehr Energie. Auf Tee, by the way, könnt ihr gucken, wie viel Uhr wir gerade haben. 1.10 Uhr, also es wird noch ein bisschen dauern, bis es hell wird. Naja, ich gehe trotzdem wieder raus, Leute, und versuche hier mein Glück. Ich versuche mein Glück hier einfach in der Dunkelheit. Ich hoffe, ihr seht auf jeden Fall genug. Wenn nein, tut es mir sehr, sehr leid. Es hat jetzt leider mal eine kleine Dunkelsession. Aber wir werden bestimmt auch gleich... Oh, guck mal hier. Zwei Freunde am Start. Ich gehe mal lieber ein bisschen mehr... Oh, warte mal, hier sind ja auch noch Kisten. Oh. Hatten wir noch ein bisschen Holz? Wir brauchen unbedingt Leder, Leute. Holz alleine reicht uns nicht. Wir brauchen Leder. Finden wir bestimmt irgendwo draußen. Ja, der sieht mich jetzt hier safe. Ah, wartet mal. Hier ist zu. Ja. Und der hat natürlich hier auch so eine Weste an, der Kerl. Ich muss den mal hier rüberbringen ins Richtung Feuer, damit wir auch was sehen. Ja, und ihr seht schon, mir wird es hier ein bisschen düster im Kopf. Darf ich das noch zu trinken? Jawohl. Hier, geh mal weg da, Kollege. Boah. Krass. Also, das ist auf jeden Fall schon mal ein anderer Typ, ne? Der jetzt hier auf jeden Fall auch mal ein bisschen Rüstung am Start hat. Ist jetzt natürlich dann wieder was ganz anderes. Er scheint auch, wie ihr gesehen habt, ein bisschen mehr Ausfall. Oh, der hat hier auch noch eine kleine Tasche am Start gehabt. Hier drüben ist noch ein Typ. Oh, guck mal, die haben hier die Tür einfach zerfleddert. Ja, ja, komm du her, mein Freund. Ja, komm. So. Drei Schläge. Dann ist die Sache hier erledigt mit dem Kerl. Sehr gut. Ja, gehen wir mal draußen noch ein bisschen schauen. Ihr habt ja auch gesagt, ne? Jimmy, guck mal draußen. Da gibt es bestimmt auch noch was zu entdecken. Oh, guck mal, hier ist noch eine Tür. Schläft der? So. Wir müssen ja hier ein bisschen looten, ne? Boah, Chips waren da am Start, Leute. Ein paar leckere Snacks hier. Ein paar Chips am Start. Wie viel Gewicht haben wir aktuell? Boah, wir sind schon ziemlich voll. Ja, das liegt an diesen elektrischen und mechanischen Teilen. Lebst du oder? Okay. Mit dem können wir nichts anfangen. Oh, hier, das sieht auf jeden Fall auch gut aus. Ah ne, warte mal, da war ich ja drin, ne? Aber hier haben wir noch ein Fahrzeug, so einen Krankenwagen. Jemand gesehen oder? Hier ist nichts. Verband. Es ist auf jeden Fall cool, dass wir hier so ein bisschen auch umherlatschen können. Oh! Ey, Kollege! Ich glaube, du spinnst.
kam der hier von hinten? Hat mich einfach überrascht, Freunde. Einfach überrascht. Wir gehen mal hier vorne rum Richtung Richtung Güterhalle. Oh ja, und dann wird's natürlich jetzt hier wieder ein bisschen knapp, ne? Der Kerl, der ist einfach müde. Ich kann es aber aktuell nicht ändern, ne? Wir haben kein Leder, um ein Bett zu bauen. Und wir brauchen halt Leder, um ein Bett zu bauen. Das ist jetzt halt ein bisschen scheiße, ne? Das ist wirklich scheiße, Leute. Und es tut mir auch sehr leid, dass ihr hier jetzt auch dann so wenig seht und wir nicht eventuell den Tag irgendwie überspringen können. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, ne? So, hier können wir auf jeden Fall mal ein bisschen Kram noch reinpacken. Ich packe auch hier mal die Granate und so den ganzen Shit hier rein. Alles, was wir hier jetzt so nicht brauchen. Den Snack nehme ich mal mit. Die Pistolenmunition kann da bleiben. Ja, ich würde eigentlich auch sagen, komm, wir lassen das Altmetall da. Ah, ne, können wir. Wir können gar nichts mehr da lassen. Ja, das heißt, wir brauchen nämlich eine Kiste. So, gucken wir mal. Hier ist ein Küchenoberschrank und hier ist ein Hängeschrank. Hängeschrank aus Holz. Die Frage ist, es ist ja zur, es sind ja Möbel, aber da können wir ja dann auch Sachen reinschmeißen, ne? Ja, auf jeden Fall können wir da Zeug reinschmeißen. Was ist das hier nochmal gut? Eine Regentonne, genau. Damit wir Regenwasser bekommen. Nee, gut, da müssen wir halt uns hier tatsächlich so ein Schränkchen bauen. Einfach ohne natürlich. So, machen wir mal hier. Gehen wir mal hier rüber. Ich würde sagen, wir hängen den jetzt erstmal hier hin. So. Dann nehmen wir mal kurz unseren Hammer. Und dann zimmern wir das Ding mal hier dran, ganz kurz. Und dann können wir da bestimmt auch noch ein bisschen Zeug einlagern. So. 30 Kilo. Sehr schön. Sehr schön, Freunde. Da können wir mal hier 30 Kilo reinschmeißen. Boah, krass, so ein Verband, ne? Oh, hoppala. Wollte eigentlich den teilen. Wartet mal. Irgendwie ging das, glaube ich. Ah ja, genau. So, jetzt können wir hier sagen, pass auf, schmeiß mal 3 Stück hier rüber. Einen nehmen wir mit. Die Schmerzmittel lassen wir mal hier. Den Schlüssel lassen wir mal hier. Die Pfeile nehme ich tatsächlich mal mit. Den Benzinkanister einfach auch. Den Stoff können wir hier lassen. Beim Geld weiß ich nicht, ne? Ich glaube, so ist okay. Hier bräuchten wir halt, wie gesagt, eigentlich noch Leder. Und leider ist es ja nicht möglich. Das ist ja ein Wandregal, ne? Wandbett, Wandregal. Bett, Ablage. Können wir dafür, damit vielleicht auch darauf auch schlafen? Ist doch bestimmt auch möglich. Ich habe irgendwie so das dumpfe Gefühl, das wäre damit auch eventuell möglich, Leute. Ich mache das mal ganz kurz hier dran. Aber er sagt auch, falsches Werkzeug. Wieso falsches Werkzeug? Ist bestimmt falsch. Toilettenpapierhalter. Brauchen wir unbedingt, Leute. Brauchen wir unbedingt, ne? Schwierig, schwierig. Falsches Werkzeug. Gibt es da noch ein anderes? Wir haben ja hier eine Werkbank für schöne Holzmöbel. Brauchen wir vielleicht die? Weil hier ist ja, achso, hier ist nur eine kompakte. Vielleicht hätten wir die hier bauen müssen. Ey, warte mal. Nicht, dass wir die hätten bauen müssen, Leute, ne? Das wäre es jetzt ja mal gewesen hier. Können wir das nochmal...
So, habe ich jetzt wieder... Oh ja, ich habe zumindest wieder Ressourcen zurückbekommen. Sehr gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Brauchen wir nur ein bisschen Metall. Das ist kein Problem. Haben wir. Ich baue jetzt mal hier so eine Werkbank erstmal. So. Die stellen wir mal hier rein. Entfernen das erstmal hier nochmal. Hier stellen wir nochmal ganz kurz die Wand hin. Die gehört auf jeden Fall dazu. Ne, wir demontieren hier nichts. So. Jetzt stellen wir erstmal kurz die Werkbank. Ja, wir stellen die einfach mal hier hin. Wie muss ich hier jetzt nochmal bauen oder was? Nee. Wunderbar. Was können wir hier herstellen? Aha, hier haben wir doch das Bett, Leute. Hier haben wir doch das gute Holzbett. Dafür brauchen wir Holz und Stoff. Ah, und hier ist auch ein eintüriger Holzschrank. Alles klar. Also alles funktioniert, wenn man es richtig macht, Leute. Also wir bauen jetzt uns erstmal ein Holzbett und ein paar mit Stoff. Das sollte kein Problem sein. Hier haben wir Stoff. Holz haben wir nicht mehr genug. Ist mir aber egal, da demontiere ich einfach mal hier das Ding. So, sehr gut. Hauptsache, wir kriegen unser Bett gebaut. So, wunderbar. Das setzen wir hier hin. Und dann machen wir das hier erstmal hin zum Heier machen. Super, Leute. Sage ich erstmal gut Nächtle. Wunderbar, Leute. Sehr gut. Also, das funktioniert doch. Jetzt haben wir ein Bett. Wir haben wieder Energie. Ich habe 6 Stunden geschlafen. Wir haben hier 60%. Sehr gut. Also, das haben wir schon mal. Was wir jetzt auf jeden Fall vielleicht noch bräuchten, wäre so eine... Ja, so ein Holzschrank. Ich glaube, in so einen passt mehr rein. Gewicht 1 Kilo, ja. Ich glaube, so ein Vorratsschrank, den bauen wir uns jetzt noch. Hoppi galoppi. Den können wir nämlich da mal, obala, direkt hier reinsetzen. Wartet mal. Mit Z können wir den drehen. So. Ich würde sagen, den setzen wir uns, bin ich hier gerade am Knien oder was? Stell den mal hier hin. So. Jo. Ja, so. Ja, komm. So können wir ihn erstmal hinstellen. So, wie viel passen hier rein? 50 Kilo, Leute. Geil. Dann würde ich sagen, ich nehme das hier alles mal raus und demontiere den wieder. So, haben wir genug? Ne, wir haben nicht genug. Sonst habe ich gedacht, können wir hier noch schnell die Holzwand hinstellen. Aber gut, Leute, gar nicht so schlimm, ne? Gar nicht so schlimm. Das heißt eigentlich, wir haben ja jetzt wieder ein bisschen Energie. Wir haben ein bisschen Zeug. Ich packe das mal hier rein, was wir jetzt hier erstmal so nicht brauchen. Diesen Schlüssel da. Und dann gehen wir erstmal raus auf die Pirsch und klotzen wir, ob wir hier noch ein bisschen Zeug besorgen können. 40 Kilo können wir mitnehmen. Wenn ich den Bogen jetzt hier hinmache... Ah, ich habe gedacht, dann wird es weniger. Aber der wiegt auch nur 0,8 Kilo. Pfeile, Geld. Ich weiß nicht mehr, was wir das Geld brauchen. Ich lasse es mal in meinem Inventar. Die Kanister nehme ich mal mit, falls wir irgendwie was brauchen. Also falls wir was finden. Hier haben wir noch ein bisschen Durst, den wir damit... Ja, komm, wir trinken noch so. Wir nehmen noch diese beiden Dosen hier. Oder beziehungsweise eine Dose... Nehmen wir zu uns und die andere packen wir wieder zurück. Jetzt haben wir zumindest genug gegessen dann und dann gehen wir mal raus, Leute. Komm, auf geht's, wir gehen mal gucken hier. Da vorne ist ja jetzt, da ist ja noch so eine Tankstelle oder irgendwas am Start.
Da gibt es bestimmt noch irgendwie was Interessantes zu entdecken. Gehen wir mal rüber und schauen. So, da ist er wieder hier. Ja, komm mal her, mein Freund. Lass mich in Ruhe. Also die Axt hier, die kann sich sehen lassen. Ey. Ja, mit deinem Arm hier brauchst du, kannst du dir nicht viel anstellen, mein Freund. Wir müssen hier mal gucken. Es hieß aber hier ist ja kein Baum. Irgendein Fahrzeug soll ja an einen Baum gefahren sein, was eventuell noch ein paar gute Sachen am Start hat. Wir erinnern uns, ich glaube Folge 1 wurde es gesagt. Ah, hier ist nichts mehr am Start, okay. Aber gut, hier vorne ist ja noch eine Gas Station. Können wir hier Zapfsäule? Können wir hier was mitnehmen? Wartet mal. Wenn ich jetzt hier den Kanister reinpacke. Aha, guck mal. Top. So, was haben wir jetzt hier drinne? Gewicht 21 Kilo. Also wir haben jetzt hier auf jeden Fall mal was am Start, Leute. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen Benzin. Ich denke mal für unseren Zug. Ey Leute, ich habe jetzt schon echt Bocke, dass wir hier gleich mit dem Zug mal durchstarten. Das wird bestimmt ziemlich geil. Müssen wir gleich mal auf den Pirsch gehen, Leute. Da müssen wir gleich mal auf den Pirsch gehen und mal losdüsen. Aber erst müssen wir hier noch ein bisschen was an der Tankstelle mitnehmen. Hier ist leider nichts drin. Ich guck deswegen... Ah, guck, man sieht nämlich gar nicht, dass was drin ist. Ja, man sieht nämlich nicht, dass was drin ist. Aber hier ist noch eine Wasserflasche. Die gibt uns 30 Durst. Hier ist auch noch eine Wasserflasche. Schmerzmittel. Kartoffeln. Damit können wir bestimmt doch später auch irgendwas herstellen mit den Kartoffeln, Leute. Da bin ich mir doch schon fast sicher. Was haben wir hier noch? Hier sind noch Toiletten. Hier ist nichts drinne. In Schränken. Oh, guck mal, noch ein paar Chips. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Oh! Ey! Hör mal auf hier! Ich glaube, du spinnst! Ey! Junge, hast du eigentlich noch alle? Alter, hat er mich hier aber... Da hat er mich aber gerollt hier. Junge, Junge, Junge. Könnten wir schon fast hier ein komplettes Erste-Hilfe-Paket nehmen. Aber komm, wir nehmen hier hiervon zwei Stück. Das reicht auch. Oder drei. So. Ey. Hat der mich jetzt aber geflaxt hier, ey. Hat der mich aber geflaxt. Ha! Hätte ich nicht mit gerechnet, ne? Ihr wahrscheinlich auch nicht. Oh, guck mal. Hier ist ja noch richtig was zu holen, eventuell. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, in die Häuser zu gehen und sich das hier alles anzugucken. Oh, noch ein bisschen Geld. Sehr schön. Energy Drink. Yo, hier ist nichts drin. Dosen. Wasser. Nix. Hier geht's raus. Okay. Hier ist leer. Ich glaube, hier war doch noch eine Tür. Ja, genau. Ach, guckt mal. Hier ist noch ein kleines... Was ist denn jetzt? Hallo? Und jetzt los! Leute? Ach, das ist hier einfach nur so dunkel. Ach. Das Spiel wollte mich gerade flachsen. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Warum ist das hier auf einmal so dunkel, habe ich gedacht. Oh, hier ist ja eine richtige Kammer noch. Krass. Oh, guck mal hier. Holz, Metall. Jawohl. Ah, wir können nichts mehr mitnehmen. Schlecht. Sehr schlecht. Wir können Wasser trinken. Aber hier so eins. Ja komm, wir trinken mal so eine Flasche Wasser. So, jetzt haben wir... Das füllt sich. Wir können eigentlich noch was essen. So. Energie. Ich trinke den Energy hier einfach mal jetzt noch. Okay. Viel haben wir nicht, was wir noch mitnehmen können. Ja. Ein bisschen was haben wir. Mal ganz kurz gucken. Oh, hier ist auf jeden Fall noch einiges, was wir hier looten können. Leute, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal zurück, ne? Was ist hier?
Ach du lieber Gott, du ahnst es nicht. Leute, wir müssen hier auf jeden Fall gleich nochmal zurück, Leute. Das wird ja hier mal richtig insane. Schon mal gespannt, was da noch alles ist. Bin gespannt. Wir hören aber auf jeden Fall auch gerade, hier ist wieder ganz schön Tabula Rasa hier. Weiß nicht, was die hier wollen. Die sollen mich in Ruhe lassen. Ich mache hier die Tür zu. Ja, ja. Hab ich mir schon gedacht. Hab ich mir schon gedacht, Leute. Ne, wir bringen das jetzt erstmal zurück. Und da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Da ist ja richtig was geboten, Leute. Da ist ja richtig was geboten. Hier kommen wir natürlich leider nicht durch. Ich glaube, die muss ich von der anderen Seite aufmachen. Aber dann gehe ich halt hier rum, ne? Gehe ich halt da rum, Leute, und lade es mal ganz kurz schnell ab. Und dann gehen wir nochmal runter und gucken uns an, was da noch so alles in der Tankstelle ist. So, Leute, dann gucken wir mal hier weiter, ne? Wir müssen hier gucken, dass wir alles mitnehmen. Ihr seht, ich habe das Inventar soweit geleert, bis auf ein bisschen Geld und die Pfeile. Und wir haben ja gesehen, da ist ja noch jede Menge zu holen. Da können wir wahrscheinlich hier noch vor der Abreise, können wir hier richtig unseren ersten Zug hier bauen, ne? Also auch quasi zumachen, das Ding. Ja, gucken wir mal, ne? Ich bin mal gespannt. Ich finde es auf jeden Fall ultra geil, Leute. Also, mir gefällt das Spiel. Mir macht es bisher auf jeden Fall super Spaß. Ich finde es Hammer. Was mir noch ein bisschen Sorgen bereitet, ist unser kleines Inventar. Ich hoffe, dass man da auch später irgendwie einen größeren Rucksack zum Beispiel bauen kann. Das wäre eigentlich ganz cool. Und für irgendwas braucht man ja auch wohl die Kartoffeln. Ob das irgendwie nachher für, was haben wir denn hier? Oh, hier geht's ja alles noch weiter. Vielleicht ist es ja auch später, dass man hier einen Herd oder sowas bauen kann und dann sich Essen machen kann oder so. Ich habe ja keine Ahnung, aber es wäre auf jeden Fall ultra geil, ja. Also, wir sehen jetzt auch, wir haben jetzt hier nochmal 12 Holz, 4 Stoff, 7 Metall, noch ein bisschen Munition etc. Ey Leute, das Spiel wird, glaube ich, schon richtig cool werden nachher. Das wird schon eine heiße Nummer. Haben wir hier oben noch irgendwas? Nee, ne? Hier ist alles tatsächlich leer. Gut, ne? Können wir nichts machen? Wenn es leer ist, ist es leer, Leute. Sehr geil. Ja, cool, Leute. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall ein bisschen am Zug rumbasteln und werden dann auf jeden Fall mal lostigern und mal gucken, was uns denn auch schon so, ja, auf dem Weg erwartet. Ja, Leute, es wird auf jeden Fall eine coole Sache werden. Ich bin mir da relativ sicher. Wenn ihr natürlich hier dabei bleiben würdet, wäre das mega geil. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir hier zusammen so eine kleine Zugreise starten werden. Und ja, Leute, ansonsten würde ich sagen, falls es euch gefallen hat, lasst mir natürlich sehr gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das kostenlose Abo, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier bei Zompiercer. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf. Ey, und macht's gut. Ciao, Kakao.